Ja. Also es geht darum, diese Erde, wir haben Erde gesammelt seit 1997, seit 26 Jahren, aus verschiedenen Teilen der Erde. Es sind auch biodynamische Präparate mit dabei. Von den Menschen, die einen ganz besonderen Bezug haben zu den biodynamischen Präparate, weil ich kann nicht alles selber machen. Und das sind Leute, die sind mit ganzem Herzen dabei. Andere Menschen, die haben wieder einen enormen Bezug zu Agnihotra. Und die bringen mir dann Erde mit Agnihotra versetzt. Und so kommen lauter Herzensqualitäten hier zusammen von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Beziehungen zu eben verschiedenen Heilmethoden. Ja? Und der nächste hat wieder einen Bezug zu bestimmten Heilpflanzen oder auch Heilsteine. Und ich mache da was, das habe ich intuitiv entwickelt. Und später habe ich dann erfahren, dass Druiden das auch gemacht haben. Bloß die haben damals lastwagenweise Erde zusammengetragen und haben riesige Hügel gemacht. Und wir brauchen jetzt das nicht mehr von der Quantität her, weil wir vom Bewusstsein her halt viel weiter sind. Und ich bin da ganz stark verbunden eben mit der Erde, beziehungsweise den darin enthaltenen elementaren Kräften. Und durch das Mörsere befreit man die alle. Und ich schwätze jetzt mit denen die ganze Zeit intellektuell, aber ich bin mit einem kindlichen Gemüt dabei und dann gesellen sich nur andere dazu, die wären nämlich neugierig und kommen auch noch mit dazu. Und jetzt ist das dann eine ganz konzentrierte Angelegenheit und diese kriegt noch jeder, der hier mal an einem Seminar teilnimmt oder an einer Transformationsarbeit und ist dann automatisch vernetzt mit allen anderen Menschen, die in irgendeiner Weise schon mal hier waren. Und mir ist lang immer Porsche über den Weg gelaufen und ich habe das nicht verstanden, warum. Gut, ich bin ein Technikfreak und auch ein Autofreak, aber Porsche hat mich irgendwie nicht interessiert und trotzdem ist mir Porsche immer über den Weg gelaufen. Und dann ging es mir aber darum, was ist denn die Aussage, was ist denn das Wesentliche, warum läuft das mir immer hinterher? Und dann habe ich herausgefunden, dass ein Leitspruch vom Ur-Porsche war, das Beste unter einem Dach. Das heißt, ihm ging es nicht darum, jetzt da ein Neues zu entwickeln, sondern gute Sachen zusammenzufügen und das in einem Auto sozusagen zu integrieren. Und was ist Humesal? Genau das. Das Beste unter einem Dach. Und dann kommen da verschiedene Zutaten von verschiedenen Menschen, die einen entsprechenden Bezug haben zu dem, was sie machen, einen starken Bezug. Und darum kommt das Beste von den einzelnen Menschen hier dazu. Weil mir ging ja die Zeit aus, alles das zu machen. Das ist das ganz Neue. Und das wird so schnell, das werdet ihr nachher noch erleben, und effektiv, und das kennen wir dabei, es geht einerseits um den Weltfrieden, andererseits geht es aber auch darum, ja was mache ich denn mit dem Weltfrieden, mit dem bereiteten Acker. Das heißt, parallel geht es jetzt schon darum, zu gestalten, was will ich denn machen, wo will ich denn hin. Und wenn ich das dann in Kombination mit diesen Elementarwesen mache, die wir hier ansprechen, dann bringen wir die Sache viel schneller auf den Boden. Und das alte System, das klappt dann von den Leuten zusammen, das brauchen wir gar nicht mehr. Und darum brauchen wir die Beziehung zur Erde als erstes, gerade wenn wir auch Transformationsarbeiten machen, brauchen wir die Beziehung, weil unser Körper ist dieser Erde entnommen. Und als nächstes auch die Lebensmittel. Ich bin auch kein Heiliger, aber so gut 80% sollte man sich halt mit Lebensmitteln versorgen, die ebenso eine Beziehungsfähigkeit Erde und Kosmos in sich tragen, die, wo dann die Pflanzen an die Menschen weitergeben können und sogar bei den Tieren, also
selbst ins Fleisch, in die Tiere bringen wir diese Beziehungsfähigkeit rein. Und darum geht es gerade beim Tier speziell auch darum, wie man damit umgeht. Natürlich mit der Pflanze auch, aber gerade bei den Tieren, weil das, denen guckt man ja tagtäglich in die Augen, dann ist das nochmal eine Nummer für sich. So, und jetzt seid ihr halt, das ist jetzt das erste Mal, normal mache ich das alles für mich allein, weil ich da niemand drum herum brauchen kann. Aber ich habe ja im Vorfeld euch ja ein bisschen geschult, dass ihr auch mit der entsprechenden Qualität daherkommt. Und jetzt spüre ich, das ist echt super toll, wie ihr jetzt da mit dabei sind. Und diese fokussierte Energie von jedem von euch, die rühre ich da jetzt auch mit rein. Ja? Sonst würde ich das niemals machen. Aber das war auch die Idee von Rudolf Steiner, in der Gemeinschaft diese Präparate zu machen. Und genau das passiert jetzt. Ist das jetzt Erde von Ihrem Hof oder von den anderen? Von ganz vielen. Kann ich da meine drauf tun? Das kommt dann später. Ach, das kommt später? Das kommt dann. Wir machen jeden Schritt bewusst. Und das ist jetzt das, was ich bisher jetzt habe, einschließlich dem, was gestern war. Aha. Mit Erde vom Untersberg. Okay. Und von dem Isaisplatz. Also Isaisplatz und vom Veitelbruch. Das sind ganz besondere Orte. Und von den Menschen, die gestern dabei waren. Ah ja. Und nachher zeige ich euch etwas, das haut euch vielleicht aus der Latsche. Da bin ich ja bekannt dafür, sowohl ein bisschen deftig in meinen Formulierungen zu sein, und aber auf der anderen Seite auch extrem gute Sachen. Ich bin halt nun mal ein Typ der Extreme. Ja. Ja, goldene Mitte ist okay, aber keine faulen Kompromisse. Ja. Ja, ja. Mit faulen Kompromissen kann ich nichts anfangen. Ja, ich finde das jetzt echt toll, wie ihr euch so einfindet und hier. So, dieses Gebräu, ja, da machen wir nachher weiter. Und der Himmel macht auch mit. Das wird echt interessant. Danke. Okay.